Sony hat hier auf dem MWC eine neue Version seines Tablets vorgestellt. Das Xperia Z2 Tablet sieht sehr ähnlich aus wie der Vorgänger. Hat zum Beispiel das super schmale Gehäuse geerbt. Sehr, sehr dünn, aber auch schick. Was ebenfalls schick ist, ist das Display. Ein IPS-Panel mit 1920 x 1200 Pixeln. Also ein bisschen mehr als Full HD. Die 180 Pixel mehr im Vergleich zu Full HD gehen für die Soft-Buttons hier unten drauf. Dadurch, dass die Auflösung noch über Full HD ist, können Filme beispielsweise in voller Auflösung geguckt werden, also in Full HD. Und gleichzeitig können aber auch die Buttons noch eingeblendet bleiben. Die restliche Hardware natürlich High-End, unter anderem der neue Prozessor von Qualcomm, der Snapdragon 801. Der wurde hier gerade erst vorgestellt, hier auf dem MWC, und ist jetzt in dem Tablet mit drin, sorgt für eine ordentliche Performance, alles läuft flüssig. Allerdings war das beim Vorgänger auch schon so.